Glück auf meine Bananen und herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play Mini Ninjas. Bevor wir loslegen, schreibt ihr bitte mal in die Kommentare, ob ich bei Mini Ninjas mein Intro mit dazu nehmen soll oder nicht. Und jetzt geht's los. Wir waren hier stehen geblieben. Beim Aufbruch von hier unten kamen wir und haben da hinten hat den neuen Zauber erlernt. Feuerball. Und ganz kurz. Ne, das war Inventar. Ei. Genau. Hinotama no Jutsu. Ah, okay, den kann. Ein Samurai. Ninja-Freund. Ja, das ist eine perfekte Gelegenheit, um den Feuerball zu benutzen, oder? Schleichen sie da ran. Oh, 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 die haben es gesehen. Feuerball. Boah. Ja, der macht die One-Shot. Okay. Mal richtig hart. Jawohl. Haben wir noch die Einstellung? Option, Schwierigkeit. Oh, schwer. Ich dachte schon, ne? Aber seine Sprungattacke ist verdammt effektiv. Wollen, jetzt. Wie heißt sie eigentlich? Ich weiß es nicht mehr. Hallo? Suzume. Du hast Suzume befreit. Wenn sie ihre Flöte nicht gerade als Waffe benutzt, kann sie betörende Melodien darauf spielen. Cool. Die redet gar nicht mit uns. Freuen wir noch Tiere. Oh, ich bin Level aufgestiegen. Du kannst jetzt mehr Ki speichern. Ah, und die Leiste. So, was ist hier? Das ist ein Feines. Hier hoch? Nee. Doch, nee. Toll. Buggy. Hey. Okay. Wir haben jetzt hier eigentlich nichts mehr übersehen, oder? Hier ist noch viel Erfahrung. Aber hier so Pflanzen oder so. Eigentlich alle. Weiter geht's. Aber wir wollen jetzt mal mit dir hier spielen. Ah, okay. Aber das Dumme ist, mit ihr können wir keine Fähigkeiten. Ja. Schon gesehen. Und ich hab schon wieder. Dieses Geräusch. Ja, da kommt der Ninja aus dem Busch. Ich hab schon wieder vergessen, wie ich das aktiviere. Das gepackt wieder. Okay. Kommst du nicht davon? Warte, geh mal. Ah, wieder Firo wechseln. Okay. Ist schon cool. Hier irgendwo eine Pflanze ist. Ja, die habe ich schon gesehen, aber okay. Gut. Habe ich den Arsch bekommen und jetzt gucken wir mal, was hier in dem Tose verbirgt. Das? Nee, ein Tengu, wenn ich es richtig sehe. Wir sprechen mal erst mit ihm. Der Jadesteintempel. Und speichern dann. Konnichiwa, junger Ninja. Tut mir leid, aber ich habe gerade wenig Zeit. Ich muss einige Tränke brauen. Allerdings fehlt mir eine wichtige Zutat. Diese Blumen, Kletten werden sie genannt, haben violette Blüten. Sie wachsen normalerweise entlang des Weges zu dem Tempel dort.
Wenn du mir eine besorgst, soll es dein Schaden nicht sein. Okay. Gut, dann sind wir hier jetzt also am Jadesteintempel angekommen und wir speichern erstmal. Was ist hier oben? Das sind Kletten. Gut, gehen wir jetzt wieder zurück. Du hast die Kletten gefunden, die ich brauche. Den Göttern sei Dank. Endlich kann ich meinen Trank fertig brauen. Hier ist eine kleine Belohnung für deine Mühe. Ich hoffe, sie ist dir auf deinen Reisen von Nutzen. Flakon der Instabilität. Was kann das denn? Objekt Info F2. Ah, okay. Also wenn ich mal in Not bin, trinke ich das und dann habe ich wieder 3 Superattacken. Ah, da bist du ja endlich, Ninja. Das ist gut. Ich habe mit deinem Meister vereinbart, dass du und deine Freunde diese Tempel während eurer Reise als Zuflucht nutzen dürft. Ah, hier kann ich ja Rezepte kaufen. Leb wohl, Ninja. Das ganze Land betet für dich. Du bist hier stets willkommen. Vor allem, wenn du etwas Geld mitbringst. Ich hab gedacht, ich jetzt Münzen raus. Wir würden mir zu kaufen. Sieht wie so aus. Konnichiwa. Es reicht nicht ganz für alles, ne? Leb wohl, Ninja. 3 Münzen, das kann jetzt nicht sein. Das ganze Land betet für dich. Du bist hier stets willkommen. Vor allem, wenn du etwas Geld mitbringst. Da ist eine Pflanze. Ja gut, dann suche ich kurz Münzen und wenn wir zurückgehen. Ah, der hat mich schon gesehen. Okay, da sind noch 2. Was? Ah. Okay, bitte deine Münzen. Mann. Schrein und eine, da ist die Blume. Alter, wir lernen die Zauber hier aber ganz schön schnell. Tornado erzeugt einen wirbelnden Tornado, der Gegner für kurze Zeit in die Luft schaltet, um sie dann wieder auszuspielen. Okay. Ja, gut, dann haben wir halt jetzt noch einen neuen Zauber erlernt und noch eine Jesu-Statue bekommen. Jetzt
das hier eine blöde Straße. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Okay, wir gehen lieber erstmal hier wieder hoch. So. Irgendwo eine Pflanze. Ah, hier ist eine Pflanze. Pilz. Hier ist nur eine Statue. Nicht dein Ernst. Komm ich hier runter? Ah, jetzt, okay. 4 von 8 haben wir schon. Wieder 11 Minuten, Alter. Hier ist schon wieder rum. Okay. Es geht doch weiter hoch, glaube ich. Ja. Ha. Das ist ja auch. Jetzt. Samurai. Dann kommen wir, also zurück wahrscheinlich, wenn wir hier lang laufen. Kommen wir schon. Ach! Ach, und ich bin dann hier. Okay. Ich bin da lang. Dann darunter zu. Okay. Gut. Gut, dann weiter. Wo sehe ich meine Geldanzeige? Oh, noch ein Jesu. That move. Okay. Oh, die kommen, die kommen, die kommen. Schiss. Hier kann man speichern. Wie lange haben wir auf der Uhr? 14 Minuten. Das wird dauern jetzt hier, die Brücke. Aber hier wird auch nichts sein, hier unten mehr, weil von da kommen wir. Haben wir ja gesehen. Wir machen dann so einen coolen Move von der Brücke runter. Das machen wir erstmal. Kollegen hier alle. Oh, 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 oh. Schießen auf uns. Okay, wir locken die erstmal. Wir locken die erstmal. Nee, hier oben.
Mann! Was war denn? Kuh war's, ich weiß wieder. Oh Gott! Alter, treffen die gut. Was trinken. Danke. Okay, jetzt wird es spannend. Leben verloren. Läuft jetzt gut. Okay. Hätte ich gern. Oh. Oh, sind verdammt viele Samurai. Nebenbei noch. Oh. Viele. Okay. So. Da unten waren wir und da hinten waren wir auch. Also jetzt brauchen wir eigentlich nicht nochmal da runter springen. So, schön alle Tiere befreien. Und jetzt kommen wir Münzen. Das sieht aber nach einer Festung aus schon, oder? Ist das nur so ein weiterer Schatzpunkt? Ja, komm her. Okay, was steht da dran? Überall Samurai, ich muss an ihn nur beisetzen, als Schuss in den Loop zu nehmen. Schon. Das heißt, wir kommen hier nicht durch. Doch, wir kommen hier rein. Warte, nee. Nicht. Wir wissen. Also wir müssen doch da durch. Ich hab gedacht, wir müssen jetzt irgendwie vorbeischleichen. Leute, 18,5 Minuten sind schon wieder rum. Machen die Tür auf. Ah, ich hab gedacht, hier ist schon irgendwie Schloss oder so. So. Das war schon das Level. Wir haben 3 Jesus verpasst. Wir haben auch Pflanzen verpasst. Ich kann es mir dann nicht anschauen. Wieso? Mache ich jetzt zum Abschluss. Oh, Level! Mensch. Ist jetzt für den Energieangriff ein zusätzliches Tier. Sehr geil. Und dann mache ich jetzt zum Abschluss noch diesen Sprung von der Brücke und. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, nachdem ich durch das Tor gegangen bin. Und ich würde sagen, Leute, dann war es das hiermit mit der Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne eine Bewertung da. Und wir sehen uns nächste Woche beim nächsten League of Legends Minecraft oder Mini Ninjas Video. Und würde ich sagen, haut rein. Ciao.